Hi ho und ho ho ho, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zum großen weihnachtlichen Finale von Castle Story. Ja. Wie ich ja bereits gesagt hatte, werde ich noch einmal ein Special dranhängen für Castle Story, so bei 4 Folgen. Mal gucken, wie lang die Aufnahmesession geht und wie ich sie aufteilen werde. Auf jeden Fall wollen wir jetzt noch ein paar Sachen hier so feinschliffmäßig machen. Also in erster Linie möchte ich Waffen und Rüstungen und so produzieren. Also machen wir erstmal Seile. Dann brauche ich X-Raymer an. Bombenfässer. Ja, also ich brauche sehr viel Brimstone jetzt. Haben wir auch genug davon. Erstmal die, die am billigsten sind, hier machen. Dann brauchen wir 4 Fässer. Zahnräder haben wir schon. Ja, und Fallen haben wir auch. Also nach den Fässern geben wir dann noch hier Bomben in Auftrag. Geben wir jeweils 2 hiervon in Auftrag und dann brauchen wir noch viel mehr Eisen. Also packe ich die Schmelzöfen mal voll mit Eisen. Aufgaben. Selbst hierfür brauchen wir 2 Koks. Okay. Das heißt, wir schmeißen in der Schmiede auch nochmal 4 Zahnräder rein. Und lassen die Wakefords einfach mal arbeiten. So, schalten Sie X-Way erstmal wieder aus. Weil da ist genug zu arbeiten jetzt. Das Eisen hier ist auch alle an der Stelle. So, die sollten jetzt alles mal wieder abbauen hier. Also auch Eisen. Und irgendwann lasse ich sie dann keine Steine mehr abbauen. Thank you.
falsche Taste. So, und dann gebe ich einen Plant Task. Ah, sammelt mal das hier weg. So, aber jetzt wirklich nicht mit direkter Zuweisung, sondern ich lasse hier einfach mal wieder mit Prioritäten arbeiten. Wenn einer was machen möchte, soll er Pflanzen absammeln. So, Fässer werden produziert. Ja, hier wird scheinbar alles richtig produziert und auch richtig gelagert. Sieht aber so aus, als ob wir immer noch mehr Eisen brauchen werden. Also schmeißt die nochmal an. Gehen wir mal hier rein. Die Capture und die Sentinel Wards sind am teuersten. Also kommen jetzt erstmal noch die Healing Wards ins Spiel. Und ja, so wie es aussieht, können wir hier jetzt sagen, sie sollen keine Steine mehr abbauen. Weil Steinlager ist voll. Oh, außer wir können sagen... So. Ich habe aber so ein gutes Gefühl, bis wir mit einem fertig sind, brauchen wir keine Stunde. Also wird das vielleicht eine einzige Spezialfolge. Oder höchstens zwei.
So, die bauen gerade wild alles Mögliche ab und tragen alles Mögliche ab. Du mach mal Cleanup für mich, bitte. Weil der Brimstone, der da rumliegt, wäre dann doch recht wichtig. Und ihr könnt mal auch Load droppen hier. Und weiterarbeiten gehen. So ist das effektiver, als wie wenn ihr alles Mögliche abbaut. Ja, lassen wir die mal so schaffen. Weil wir haben jetzt ziemlich viel Eisenerz. Dann gucken wir mal wieder ins X-Ray. Da wird Zeug hergestellt. Oh, sag bloß, ein Fass wurde ins Katapult bereits geladen. Ja. Unser Katapult ist geladen. Okay, das heißt, wir brauchen noch ein Fass. Ja, und viel Fabric werden wir noch brauchen. Ah, das hier haben sie abgeerntet. Gut. Hier brauchen wir noch ein Fabric und einen Rope für den Bogen. Das heißt, Ropes werden wir keine mehr brauchen. So, das Glas haben wir auch. Oh, für die baue ich jeweils 5 Iron Ingots. Na komm, dann geben wir die auch schon mal in Auftrag. Dass wir Leute haben, die was zu tun haben, wieder. Ja,
Sammel du mal den Eisen-Ingot auf, der da rumliegt. Das geht hier gar nicht. Du gehörst übrigens in den Quarry, also solltest du darauf weiterarbeiten. Okay, lassen wir die erstmal außen vor. Können wir uns schon mal zwei von unseren arbeitslosen Brigtons schnappen und sie mit Pfeil und Bogen ausrüsten. Was ist hier doch nicht richtig, oder? Habe ich aus Versehen. Ja, ich habe aus Versehen die Herstellung von Quiver und Cap abgebrochen. Weil das sind die einzigen Waffenständer, die ich habe.